Am 9. Januar lud die Hochschule Stralsund ihre Mitglieder sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft in die Räumlichkeiten ihrer Mensa. Anlass dafür war der Auftakt des Jahres 2020 und damit auch der Beginn eines neuen Studiensemesters. Neben Rektorin Petra Mayer und der stellvertretenden Oberbürgermeisterin Sonja Gerlinek kam auch der neue Hochschulkanzler Thomas Banitzky zu Wort und konnte sich seinen Kollegen vorstellen. Seit dem 1. November vergangenen Jahres ist er bereits im Amt. Der Hintergrund ist dabei, die Forschung voranzutreiben. Fachhochschulen sind stärker für die Lehre ausgerichtet. Ich glaube aber, dass die Forschung sowohl in der Lehre, aber auch für Ausbildung, für die Arbeitskräfte der Zukunft ein sehr wichtiges Thema ist. Und deswegen ist für mich ein großes Thema auch die Forschung an einer Fachhochschule voranzubringen. Nichtsdestotrotz, wir haben unsere Mitarbeiter und deswegen habe ich auch erwähnt, für mich ist ganz wichtig, die Mitarbeiter nicht aus dem Auge zu verlieren. Wir müssen alle mitnehmen. Neudeutsch Change Management, das bedeutet aber, wir müssen alle Mitarbeiter in diese Richtung mit ausrichten. Alle müssen das Interesse haben, auch in diese Richtung zu gehen. Banitzky war zuvor Forschungsmanager an der RWTH Aachen, einer Einrichtung mit etwa 20-mal so vielen Studierenden.